So, dieses Video heißt nicht umsonst Alte Pfeife, neuer Sack. Quatsch! Neue Pfeife, alter Sack. Seht ihr, so ist das, wenn man ein alter Sack wird. Es kommt einiges durch den Tüdeln. So, also, jetzt kann ich mich endlich mal vernünftig zu meiner schönen neuen Spielpfeife vom Günzel äußern. Ich erspare mir mal das gute Stück jetzt hier rauszurupfen, denn dass die Spielpfeife einzeln ordentlich funktioniert, ich glaube, das könnt ihr alle, das glaubt ihr mir jetzt so, ne? Ich denke mal, der Günzel weiß schon, was er da baut. Oh, Moment, ich muss noch einmal klatschen. Ich nehme jetzt im Moment nämlich das Bild mit der neuen Kamera auf, wo der Ton nicht so toll ist. Und die alte Trümmerkamera steht hier unten. Die zeichnet jetzt nur noch den Ton auf, weil das Bild ist eben abgeritten. Ich habe es ja auch als defekt gekauft für ein Appel und ein Ei. Da darf das Bild auch wegknacken und ich mein Bild und Ton synchronisieren ist ja heutzutage mit der Digitaltechnik nicht wirklich ein Ding. Kannst du auch so atmen, weil ich hochgerannt bin gerade. Also, ja, wo war das Problem? Spielpfeife gut, Sack gut, Spielpfeife an Sack schwierig. Das Problem war jetzt, dass praktisch eine moderne, aktuelle Spielpfeife an einen mittlerweile ziemlich alten Sack geschraubt wurde, die nicht aufeinander irgendwie abgestimmt sind oder so. Dabei haben sich jetzt Effekte gezeigt, ich hatte die in anderen Videos schon angesprochen, dass, was ist das eigentlich, C, Cis, warte mal eben, A, G, A, H, C, D, E, F, ein Fis. Ein F, genau, ein F ist das. Das ist ein F und das ist ein Fis, das ist also das F, das ist ein Gabelgriff. Oder wie ist das, das ist das E, dann ist das das F logischerweise. Gabelgriffe sind dazu da, dass die Luftsäule Dinge tut, die sie von selber nicht tun würde. Und das hört man leider auch. Das heißt, ich habe hier relativ hohe Ansprüche. Naja, also für meine Verhältnisse relativ hoch, ne? Also relativ. Jetzt hatten wir hier das Problem, dass beim Gabelgriff das Ganze schnarrt. Das habe ich in vorherigen Videos ja schon mal ausgeführt. Wie kriegt man das nun weg, war das Thema. Also hatte ich mir hier Ringe eingesetzt mit 4mm Bohrungen. Also es war alles Tipps von dem Jens Günzel. Und auch hier oben drin hatte ich dann so ein Ding. Das gab dann allerdings auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn ich dasselbe hier beim Oktavbordum gemacht habe, der ja auch in dieses F einstreute, dann wurde der sehr, sehr, sehr druckempfindlich. Und auch der Bassbordum, damit war das Schnarren tatsächlich weg. Nur dann wurde er druckempfindlich, weil also ein 4mm Loch für so viel Bordun, das war scheinbar ein bisschen knapp. Jetzt habe ich das Ganze anders gemacht. Ich habe mir hier ans obere Ende des Stockes, na, man sieht, der ist ungefähr so lang hier, ans obere Ende habe ich mir von innen eine Holzplatte aufgeleimt mit einem 5mm Loch, was weiß ich. Und dann habe ich mir hier reingesetzt eine 20mm Rohrgleitkappe heißt sowas, oder Gleitrohrkappe, ich glaube Rohrgleitkappe, was im Grunde nichts weiter ist als was man normalerweise an Stuhlbeinen unten dran hat, so eine Plastikkappe, die da reinkommt, nur halt in rund und in 20mm, also was ganz billig ist. Kostet irgendwie 25 Cent im Baumarkt so ein Teil. Das passt hier nur praktischerweise haarscharf rein und oben diese Platte habe ich mir nur drauf gemacht, damit man nicht aus Versehen irgendwas von meinen Operationen da reinschaufelt in den Sack. Dann müsste ich nämlich doch jedes Mal wieder ausbinden, den Stock ausbinden. Ich rede heute ganz schön unzusammenhängend, aber das ist, naja, schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Platz zwischen der Platte und diesem Rohrgleitstopfen, Rohrgleitdichtung, Buchse, egal, gelassen und habe eine 3mm Bohrung seitlich, also nicht seitlich von der Seite, sondern seitlich versetzt von oben drin. Seitlich versetzt deswegen, weil es strömt Luft von oben durch und wenn dieser Luftstrahl direkt auf das Rohrblatt trifft, wird es das Schwingungsverhalten im Zweifel nicht positiv beeinflussen. Warum habe ich das gemacht? Also die 4mm, das war ein Tipp von dem Günzel, um diese ungewünschten Frequenzen loszuwerden. Bei der Gelegenheit, diese Spielpfeife spielt sich erfreulich leicht. Das hat allerdings im Zusammenhang mit meinen restlichen Gerätschaften hier zur Folge, dass auch die Bordune relativ leicht angeblasen werden. Es schwankt denn doch sehr leicht. Also bei jeder Bewegung hört man es fürchterlich eiern. Jetzt habe ich das praktisch so gemacht, dass ich diese 3mm Bohrung als Air Restrictor benutze, wie beim Rallye, ne, wie im Rallye-Motor, damit nicht so viel Luft rein kann. Das heißt, ich muss einen größeren Druck im Sack haben, damit genug Druck bei der Spielpfeife ankommt.
Das ist noch nicht perfekt, was ich da konstruiert habe, aber es funktioniert schon mal deutlich besser. Die Bordune kriegen jetzt ordentlich Druck. Die Spielpfeife kriegt auch so viel, wie sie braucht, aber auch nicht mehr. Ich muss jetzt noch den richtigen Druck finden. Insgesamt ist der Druck nämlich höher, als ich ihn vorher gewohnt war. Und ich neige im Moment dazu, den Druck im Laufe des Spiels so ein bisschen absacken zu lassen, bis plötzlich die Spielpfeife weg ist. Und dann merke ich auch, oha, das war's wieder mal. Ich könnte natürlich auch die Spielpfeife mit deutlich höherem Druck spielen. Nur dann passt der Gabelgriff wieder nicht, weil ausgerechnet das F sehr druckempfindlich ist. Ich spiele das jetzt mal an. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass der Sack jetzt temperaturempfindlich geworden ist. Also wenn man eine Zeit lang gestanden hat, dann muss man den erst wieder warm spielen, bis wieder alles passt. Probieren wir es mal. Sehr seltsam, aber wie gesagt, ich muss mich an den richtigen Druck erst rantasten. So ist das halt, wenn man alt und neu miteinander kombiniert. Wie viel Spaß sowas machen könnt, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr ein PC-Blatt für eine alte Günzelpfeife in eine neue Günzelpfeife steckt. Da habt ihr auch ein ziemliches Aha-Erlebnis, da ändern sich Dinge. Wie viele Dinge sich ändern, wenn man einen alten Sack an eine neue Flöte schraubt, das stelle ich gerade fest. Also es sind auch da interessante Nebeneffekte zu erwarten. Ich dachte früher immer, ach ja, der eine Spielpfeife in den anderen Sack geht doch. Ja, vergesst es. So einfach ist es nicht. Meistens geht's, manchmal nicht. Sonst müsst ihr basteln. Ja, ist auch nett und interessant. Die neue Spielpfeife ist leiser als die alte, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil ich finde, die alte war sehr, sehr präsent, muss man sozusagen, sehr schneidend, sehr scharf und stand auch sehr zwischen den Bordunen hervor. Und ich finde, jetzt klingt es eigentlich sehr viel angenehmer, weil die Bordune jetzt von der Wirkung her, sind ja nicht lauter geworden, die Bordune. Doch sind sie, weil ich sie jetzt mit höherem Druck als vorher ansteuere, aber egal. Ich finde, dass das Gesamtbild jetzt angenehmer klingt. Hier oben drin, in diesem meinem beliebten Aufnahmeraum, mit den schrägen Decken und den kahlen Wänden, klingt sowieso alles gleich laut. Aber wenn man nach draußen geht zum Beispiel, merkt man schon, dass es irgendwie besser möglich ist, das Ganze als Klangbild oder so zusammenrühren zu lassen. Ich stelle mich zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf Märkten spiele, gerne so hin, dass ich eine Wand hinter mir habe, damit das alles schön nach vorne reflektiert. Na, macht die Sache lauter. Ja, was soll ich noch sagen? Auch hier die Benzel, die ich schon draufgeklebt habe, denkt euch nichts dabei. Das sind alles nur Folgen von diesen Resonanzgeschichten mit dem alten Sack. Die Pfeife stimmt normalerweise auch so. Beziehungsweise, wenn ich irgendwas in die Hand nehme, dann fange ich sowieso an, alles für meine speziellen Verhältnisse anzupassen. Gut, so viel dazu. Alles etwas wirr, aber ich meine, das ist ja auch eine wirre Thematik. Was soll man da groß zu sagen? Dazu habe ich eben jetzt noch die Problematik mit zwei verschiedenen Geräten, die ich gleich synchronisieren muss. Bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, bis nächstes Mal.